Hallo und herzlich willkommen, meine lieben XCOM Enemy Within-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute starten wir mit einem Blick in das Forschungszentrum. Dr. Wahlen hat ja schon seit längerer Zeit nichts mehr zu tun und das wollen wir heute unter anderem ändern. Denn nachdem wir den Alien-Stützpunkt erfolgreich erobert haben, mit einem kleinen Malheur, unsere Scharfschützin ist leider 7 Tage verwundet, aber ansonsten haben alle überlebt und wir haben bestimmt eine Menge gutes Zeug erobern können, denke ich mir, können wir heute mit weiteren Forschungen machen. Da haben wir einmal die Sektopoden-Autopsie, der große, dicke Klops hier, den können wir natürlich wie immer sofort erledigen. Dieses schwer gepanzerte Exemplar ist voll mechanisiert. Wir sind aber nicht sicher, ob es nicht über organische innere Komponenten verfügt. Ja, was können wir da machen? Verbesserter Bau in der Gießerei verfügbar. Das ist natürlich jetzt nicht gerade sehr prickelig. Ich dachte nun endlich, dass wir den Mac 2 bekommen, aber immer noch nichts zu wollen. Okay. Die hocheffektiven Herstellungsmethoden, mit denen die Aliens die Sektopoden bauen, können wir adaptieren, um XCOMs Fahrzeug- und Gebäudeproduktion zu beschleunigen. Natürlich mit erheblichen Kosten. Klar. So, da gibt's ja noch mehr zu tun. Unter anderem können wir den Sektoiden-Anführer wenigstens autopsieren. Auch das machen wir sofort. Eine hochgefährliche Spezies, Commander. Auch wenn das Erscheinungsbild der Kreatur weniger angsteinflößend ist, ist ihre psionische Kraft vielleicht größer als bei allen anderen. Okay. Ah, Psi-Labor zum Bau verfügbar. Imitatstrahl und Neuralfeedback-Verfügung. Okay. Was ist das hier? Dieses Gerät lässt sich so programmieren, dass es die akustischen Schlüsselreize imitiert, von denen die Invasoren im Gefecht Gebrauch machen. Damit lässt sich ihre Aufmerksamkeit in einem begrenzten Bereich ablenken. Ja, klingt gar nicht uninteressant. Dann haben wir das Psi-Labor, was wir bauen können. Mit dieser Einrichtung können wir die latenten Psi-Fähigkeiten unserer Soldaten entdecken und trainieren, falls sie solche Fähigkeiten besitzen. Steigt ihre Stärke, wenn sie sie im Einsatz nutzen. Oh, und Neuralfeedback. Verursacht Schaden bei Psi-Angreifern und löst die Abklingzeit aller ihrer Psi-Angriffe aus. Verringert nicht die Erfolgschance der Angriffe. Mhm. So, jetzt hätten wir hier noch was mit Priorität. Das Hyperwellenkommunikationsgerät dauert 3 Tage. Bevor ich mich aber mit diesem Ding hier beschäftige, würde ich gerne als erstes mal tatsächlich das neue Jagdflugzeug erforschen. Jetzt haben wir ja genügend Waffenfragmente dabei, dauert 5 Tage und das schieben wir auf jeden Fall mal dazwischen erst. Nichts wird sein wie vorher. Unsere Arbeit hier, die Übernahme der Technologie einer feindlichen Macht, beschleunigt die wissenschaftliche Entwicklung der Menschheit um Generationen. Wir können diese Waffen, diesen Missbrauch der Wissenschaft noch immer für einen besseren Zweck nutzen. Der Preis war hoch, aber unsere Bemühungen waren nicht umsonst. Das sehe ich auch so. Dann gucken wir mal im Schwarzmarkt, denn ich glaube, da ist inzwischen einiges dabei. Jo, etliches an Exalt-Geschichten. Ja, da muss ich natürlich sagen, schönen Gruß an Paul. Das wäre eine echte gute Erklärung, warum wir bei Exalt-Missionen nur so wenig Waffenfragmente bekommen, da die Waffen komplett erhalten bleiben und sie hier im Schwarzmarkt als nutzbare Waffe zur Verfügung stehen. Nur ein weiterer betrunkener Pilot, der auf einem Langstreckenflug eingeschlafen ist. Und insoweit macht das Sinn, denn die können wir natürlich hier jetzt auch wieder verkaufen. Das machen wir auch. Denn die brauchen wir alle nicht. Immer weg damit. So. Und beschädigte Energiequellen. Jede Menge Sachen.
Und Alien-Chirurgie brauchen wir auch nicht. Flugcomputer beschädigt. Hui. Oh, jede Menge Zeugs hier. Alien-Stasis-Tank. Alien-Nahrung. Was haben wir noch hier? Alien-Chirurgie. Mhm. Alien-Stasis-Tank. Wow. Das nenne ich mal eine Ausbeute. Alien-Nahrung brauchen wir auch nicht. Mann, Mann, Mann. Und Alien-Unterhaltung. Genauso uninteressant. So, Waffenfragmente haben wir jetzt noch vier. Wir verfolgen mehrere nicht identifizierte Ziele. Das ist doch mal eine ordentliche Summe hier. 767 Ocken obendrauf. Machen wir. Zack. Und ja, Panik sieht super aus. Da können wir uns nicht beschweren. Dann schauen wir nochmal in die Einrichtungen. Was können wir hier noch machen? Ja, hier wäre vielleicht noch ein schönes Kraftwerk zu bauen. Da müssen wir aber erstmal hier einen Aufzug hinsetzen. Das machen wir natürlich. Ist ja nicht weiter dramatisch. Und ja, hier können wir auch nochmal was ausheben. Warum nicht? Wir haben es doch. Ist doch alles kein Problem. So. Dann wären wir hier auch fertig. Gucken wir nochmal kurz in der Kaserne vorbei. Ja, unsere Tracy, ne? 7 Tage ist sie erstmal ausgenockt. Aber sie hat trotzdem gute Dienste geleistet. Insoweit alles fertig. Dann gehen wir in die Einsatzleitung und scannen mal eine Runde. Jo, geht sofort wieder los. Das nächste UFO, wieder über Kanada. Klein als Speer. Ich denke, den sollten wir auf jeden Fall erwischen. Dann los. Wir haben ja jetzt sogar 2-mal Ravens mit Laserkanone. Greife Feind an. Wir nähern uns dem Ziel. Jo, komm. Und los. Zack, ruckzuck. Na ja, gut. Ich habe diesmal ja auch keine Zielhilfe oder sowas eingesetzt, aber haben wir doch ganz locker hingekriegt. So, okay. Dann erstmal wieder alles weg hier. Und dann fangen wir wieder an mit unserem Maggie. Nanyan. Kong. Und Shilong, unsere Standardbesetzung. Heinrich kommt natürlich mit, ganz klar. Und wen nehmen wir noch mit? Ja, wir haben ja noch eine Scharfschützin. Hier, sie hier, ne? Binta. Da gucke ich nochmal ganz kurz, denn sie hatte ja... Genau, sie hatte die Fähigkeit des Schnellschusses und ist gleichzeitig auch Revolverheld. Ja, und außerdem fehlen ihr noch so ein paar Kleinigkeiten da unten. Wie sieht's aus? Hast du alles dabei, was du brauchst? Jo, sehr gut. Dann haben wir unseren Stürmer. Ich glaube, da dürften wir eigentlich auch soweit alles dabei haben. Mhm, genau. Blitzschnelle Reflexe. Schnellfeuer, Nahkampfspezialist und so weiter und so weiter. Alles bestens. Longshot. Jawohl. Auch alles dabei, was du brauchst. Kong. Schwerer Plasmawerfer, Nuklearwerfer. Okay. Nanyan. Gutes, großes Plasmagewehr, Medikits und Pulsbogen, jawohl. Und natürlich McFly. Und los geht's. Strike One, bereit machen zur Landung. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Das UFO ist in ein dünn besiedeltes Gebiet fernab größerer Siedlungen gestürzt. Wir können die Absturzstelle sichern, ohne die Zivilisten in dem Gebiet zu gefährden. Jo, alles klar, wie immer.
Tipp, auch wenn sie kybernetisch aufgerüstet sind, können Mech-Kämpfer noch immer mit Medikits oder aufgerüsteten Pulsbogen geheilt werden. Ah, aufgerüsteter Pulsbogen. Da müssten wir eventuell mal wieder in der Gießerei gucken. Das wäre überhaupt eine Maßnahme, damit da nicht immer bis auf ein oder zwei TPs runtergekämpft werden muss. Hier spricht Big Sky. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Okay, Karte ist hier neben dem Feuer mehr oder weniger schon zu Ende. Mhm. Der Baum liegt schon an der Grenze, da kann man schon gar nicht hin. Und ich glaube, ja, hier im Dunst sieht man schon das Raumschiff. Da wissen wir ja, wo wir hin müssen. Okay. Na dann. Nanyan, du darfst. Aber wohin? Ja. Hier ist über... Oh, doch, hier. Moment, halt. Hier. Hier ist doch eine gute Position. Da ist volle Deckung. Und da kannst du auf jeden Fall mal hier Lugi-Lugi machen. Dann schwurte mal hier vorne hin. Oh, da ist doch gleich was aufgedeckt. Und was richtig Großes, ne? Wieder so einen dicken Mech hier. Mit 20 TPs. Meld haben wir leider noch nicht gesehen, aber okay. Ja, Heinrich, du bist ja auch jemand, der so schön sich verbergen kann. Aber du brauchst ebenfalls eine volle Deckung, sonst wird's nix. Und hier sieht's mau aus. Mit vollen Deckungen. Die einzige volle Deckung, die noch wäre, ist die. Da kommst du aber nicht hin. Ja, hier hoch kannst du nicht. Hier wäre eine Option an dem Baum hier. Komm, dann stell dich mal dahin. Ich kann die Ware sehen. Ah, guter Mann. Da haben wir doch schon unser erstes Meld hier gesehen. Sehr schön. So, wo sind unsere Scharfschützen? Können die schon mal irgendwas bewirken? Binta nicht. Aber Longshot sieht wen? Warum sieht Longshot nur den Kleinen? Der Große ist doch viel höher und müsste eigentlich viel eher gesehen werden. Wieder mal nicht klar. Aber für einen machen wir das nicht. Longshot, dich hätte ich ganz gerne hier an der Stelle. Geh mal hier rüber. Jawohl, da sieht das schon viel besser aus. Binta, wo haben wir hier die Optionen? Ich denke mal, Binta. Könnte ich mir vorstellen, hier... Na, siehst du trotzdem nichts. Kong. Ja, Kong. Komm mal hier hin. Ach, nee, ne. Was war denn das jetzt? Einmal falsch umgeschaltet. Okay, Kong. Jetzt siehst du aber keinen mehr. Interessant. Und McFly. Naja, ne? Ich meine, McFly. Ja, aber ich will jetzt nicht gleich hier zu viel riskieren. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Von daher... McFly. Man weiß natürlich nicht, was hier drüben noch los ist. Hier geht es schon noch eine ganze Ecke hier rüber. Wobei das Raumschiff hier steht. Unser Meld, ja.
stellen wir dich hin. Wollen wir dich erstmal ein Stückchen hier rüberlaufen lassen? Mach mal, geh mal hier. Okay. Okay, daneben. Und du wirst aufgeblasen. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ne? So. Ja, Kong. Kong könnte schon mal loslegen. Verursacht bis zu 10 Schaden. Und du hast ja diese panzerbrechende Munition, ne? Komm, dann hau mal rein hier. So. Das war zwar im Grunde genommen ein bisschen witzlos, aber du kannst ja zweimal schießen. Hehe. Und von daher machst du das jetzt nochmal. Siehste. Sehr schön. So, wo ist unsere andere Scharfschützin? Binta, jetzt siehst du was. Sehr gut. Da könntest du doch mal richtig einen rocken hier. Hm? Mit einem Präzisionsschuss. Komm, probier dein Glück. Jawoll. Ein Abschuss. Zack. So war das gedacht. Und nun Nanyan. Kann noch ein Stückchen wieder vorlaufen. Dahin zum Beispiel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was haben wir hier? Ein Berserker. Ein Mewtong. Hm, das sind... Das sind doch irgendwelche Anführer hier, oder? Hier sind sogar gleich zwei davon da. Du siehst also eine ganze Menge da. Okay. Longshot. Sehr gut. Den dicken Berserker. Wäre das eine Maßnahme, aber der kann ja eigentlich, naja, gut, Nanyan würde er nicht sehen. Hm. Von euch würde ich ja gerne mal so einen wenigstens fangen, das wäre meine Idee. Also von daher... Nimm dir mal den großen Dicken davor. Komm, mach. Okay. Jo, sie kommen auf uns zu. Du darfst die doppelte Portion. Oder... Ja, kommt drauf an. Wir können dich natürlich auch noch ein bisschen anderweitig ärgern. Mal gucken. Heinrich. Heinrich wäre noch eine Option, aber der müsste dann dazu noch ein bisschen näher ran, ne? Ja, Heinrich könnte zum Beispiel mal hier hinspurten und sich in die Unsichtbarkeit begeben. Ja, das macht Heinrich. Gut. McFly. Ja, wir wollen es nicht übertreiben, ne? Wie wär's, wenn du dich hier hinstellst? Bleib da einfach mal kurz stehen und geh da auf Feldposten. Ja, wir haben jetzt noch Quacks. Den will ich jetzt nicht unbedingt verwenden.
Und dich könnte man, du bist überall in Sicht. Ja, den könnte ich natürlich ausnocken hier, ne? Mit 10 Schaden könnte man ihn schon mal killen. Wäre machbar. Präzisionsschuss. Komm, mach ihn. Jawohl. Sehr gut. Und Nanyan, mit Nanyan gehen wir in Deckung. Okay. Sie sind wieder rausgekrochen. Was können wir mit dir machen? Wir könnten dich hier rüberstellen. Wir könnten natürlich auch... Mal gucken. Ja, da kämen wir auf jeden Fall hin. Das wäre okay. Aber ganz ehrlich... Du siehst ihn ja auch so. Du siehst ihn so. Mit 85. Komm, ork ihn. Einmal. Jetzt komm ein bisschen näher. Komm. Genau. Wunderbar. Es bleibt bei 85, dann darfst du nochmal. Sehr schön. Erledigt der Fall. Wo ist... Binta. Sieht Binta was? Ja, Binta sieht was. Aber nur mit 58. Ja, das ist immer das gleiche Spiel, ne? Binta ist einfach... nicht so toll unterwegs. Was macht denn die Pistole? Ja, bis zu 6 Schaden. Und dann blieben 4 übrig. Dann blieben 4 übrig. Aber das reicht wahrscheinlich wieder nicht für den Pulsbogen. Was würde das Gewehr machen? Naja, 10 Schaden. 45 kritisch. Naja, komm, probier's halt. Egal. Ne, geht vorbei, sehe ich schon. Ach. Ja. Justiere Visier. Gut. Ach so, du kannst ja nicht. Ja, einen nehmen wir da hinten. Komm. Einen machst du. Ja. 8. Sehr schön. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, könnte ich dich irgendwo hier hinspurten lassen? Nanyan. Ja, nicht im Moment, ne? Okay. Heinrich. Ich hab die Ware. Du nimmst jetzt erstmal das Mädchen mit. Und dann fände ich es sehr schön, wenn du dich hier hinstellst. Dahin. Ich weiß, du bist dann enttarnt. Da hast du immerhin 79, 90, 64. Ach komm, probier's mit der Pistole. Nein. Nochmal. Ja. Auch gut. McFly. Der kommt jetzt hier hin. Komm her.
Du darfst ihm jetzt den Rest geben. Sehr schön. Und Nanyan. Ja, Nanyan, jetzt kann ich dich hier hinstellen. Komm her, renn da vorne hin. Ah, komm du mal raus da, genau. Ach nee, ne, nicht du. So, genau das hatte ich mir gedacht. Aber du bist jetzt erstmal... Und der Nächste? Fehlgeschlagen. Und da du ja... Ne, du darfst ja. Bumm. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, hier ist irgendwo. Hier hinten muss irgendwo Meld sein. Aber ich konnte es leider nicht richtig sehen. Ach, du bist jetzt leider außer Kraft gesetzt, ne? Das ist blöd. Das ist blöd. Du bist betäubt, ne? Kannst also nicht irgendwie hier weg. Aber du musst da ein bisschen in der Nähe stehen bleiben. Sonst funktioniert's nicht. Ja, was machen wir? Wollen wir ihn hier... Wir können ihn natürlich mal hier so ein bisschen direkt vor die Nase stellen. Einfach nur so, damit er nicht abhaut. Wir können ihn natürlich auch hier stehen lassen. Komm, geh mal direkt vor die Nase hier. Weil da könntest du natürlich theoretisch mit dem kinetischen Schlag schon noch was werden. So ist das ja nicht, ne? Heinrich, geh mal hier hin. Alien-Objekt in Sicht. Alien-Objekt in Sicht. Welches Alien-Objekt? Das meldet sich immer, das ist da hinten mit 7. Das wäre doch okay. Und ansonsten bist du jetzt im Moment mal außen vor. Du stehst da gut. Binta. Geh mal hier hin. Ja. Du siehst ihn natürlich jetzt auch. Und du siehst ihn auch. Du bleibst da aber einfach mal stehen. Wobei ich könnte dich natürlich schon auch noch mal ein Stückchen hier rüber ziehen. Oder auch hier hin. Da wäre auch okay. Ach nee, bleib da einfach mal. Geh mal in Deckung. Ach ja, wenn du natürlich jetzt auf ihn irgendwas machst, dann wird er sicherlich zuschlagen. Ne? Das ist das Problem. Das wollte ich eigentlich nicht. Deswegen war das jetzt gar nicht so clever, dass wir ihn da direkt daneben gestellt haben. Vielleicht sollte man lieber hier reingehen. Genau. Geh mal hier rein. So. Und unseren guten Kong haben wir auch noch. Was machen wir mit dir? Wo können wir dich platzieren? Ja, du könntest bis hier vorne hinspurten. Komm, mach das. Wir bieten alles an. Ich möchte dich gerne fangen. So, was machst du jetzt? Suchst du dir jetzt einen anderen, hoffentlich. Und was war das jetzt? Ein kläglicher Versuch, wenn ich das richtig sehe, oder? Nanyan, du darfst. Du darfst dich jetzt direkt hier vor ihn stellen. Come on. Und jetzt möchte ich, dass du ihn hoffentlich betäubst. Bitte, komm, mach das. Jawohl. Mission erfüllt.
Hervorragend, das hat doch prima geklappt. Endlich haben wir auch unseren Sektoiden-Anführer und wieder zwei Meld. 6 Aliens, keiner getötet, alle kommen nach Hause. Prima Sache. Erfolgreicher Einsatz. Gute Arbeit, Commander. So sehe ich das. Auch kein einziger verletzt. Prima. Ihre Männer haben ein Händchen dafür, Aliens lebend gefangen zu nehmen. Ich hoffe, Sie wissen, wie wichtig Ihre Arbeit für uns ist. Bitte danken Sie Ihren Truppen von mir. Das mache ich. Ganz klar. Jetzt können wir ihn endlich verhören. Super. Und da haben wir noch eine Plasmapistole, eine Alien-Granate und... ja... ein bisschen Meld, Waffenfragmente, beschädigte Sachen. Alles in allem eine super Angelegenheit. Alles klar, meine Freunde. Hat mir wieder Spaß gemacht. War okay. Und endlich haben wir auch wieder ein neues Alien gefangen genommen. Und ich hoffe, dass wir jetzt bald irgendwann mal unsere MEC 2 Erweiterung bekommen. In diesem Sinne, bis demnächst wieder. Tschüss.